Hallo, heute machen wir Deo. Und zwar machen wir Sprühdeo, Rolldeo und Cremedeo. Warum sollte man sein Deo selber machen? Erstens ist es natürlich verpackungsfrei. Dann weiß ich ganz genau, was drin ist, zum Beispiel keine Aluminiumsalze. Und weil sie sehr preiswert sind. Unsere Hauptzutat ist Natron. Natron ist in jedem dieser Deo-Arten drin, denn Natron neutralisiert. Es ist basisch und unser Schweiß ist sauer. Das heißt, eigentlich, was ja an Schweiß stinkt, sind die Bakterien. Und wenn die neutralisiert sind, dann riecht es nicht mehr. Juhu. Also, das Sprühdeo. Ich habe jetzt Wasser im Wasserkocher warm gemacht, 90 Milliliter. Und auf 90 Milliliter, oh, ich brauche einen Teelöffel. Auf 90 Milliliter kommt auf jeden Fall ein Teelöffel Natron. Ich habe das jetzt heiß gemacht, das Wasser, damit das Natron sich besser auflöst. Kannst du mir auch einen Teelöffel bringen, an? Ja. Cool. Und das jetzt einfach umrühren, damit sich das auflöst. Okay, und dann noch ein bisschen ätherische Öle rein. Also ich mache jetzt so um die drei Tropfen rein. Nein, ich mache 5. Einfach mal 5. Jetzt muss das nur noch in dieses Fläschchen rein. Das wird das Schwierigste. Ich hätte auch einen Trichter. Das würde Sinn machen. Danke. Und jedes Mal, wenn ihr es benutzt, wie gesagt, einmal schütteln, wenn natürlich die Öle sonst oben schwimmen. Wie nenne ich jetzt mein Deo? Deo-Resa. So, als nächstes der Deo-Roller. Das ist übrigens einfach ein alter Roller, den ich mir gekauft habe. Die meisten, glaube ich, kann man öffnen. Spätestens mit der Zange kann man die öffnen. Sonst kann man sich auch einfach welche in plastikfreien Läden kaufen. Auf die 100 Milliliter kochendes Wasser kommen ungefähr 2 Teelöffel Speise- oder Maisstärke. Da müsst ihr einfach mal gucken, ab wann es dicklich wird. Also, bei mir sind es jetzt doch eher so 4 Teelöffel geworden. Ihr müsst einfach schauen, dass es am Schluss eine dickflüssige Masse gibt. Genau. Wenn das ein bisschen abgekühlt ist, kommt jetzt das Natron. Und vom Natron machen wir nochmal 2 Teelöffel rein. Und das Ganze dann wieder verrühren, damit es eine einheitliche Masse wird. Und dann zum Schluss wieder ein paar Tropfen ätherische Öle. Und fertig ist der Roller. Wo ist das denn? Und jetzt kommen die Deo-Creme. Und ich mache auch immer so eine Grundmenge, die muss dann einfach aufgeteilt werden. Und dafür nehme ich erstmal insgesamt 3 Teelöffel Fett. Ich nehme einen Kokosfett. Und dann nehme ich nochmal. Oh, das wird schwierig mit dem Löffel. Nochmal. Nochmal 2 Löffel Shea-Butter. Das muss jetzt ins Wasserbad. Das heißt, das stelle ich jetzt, das hänge ich quasi in einen Topf mit kochendem Wasser, damit das schön flüssig wird. Und wenn es flüssig ist, kommen jeweils noch 2 Teelöffel Speisestärke und 2 Teelöffel Natron rein. So, das Fett ist jetzt geschmolzen. Das heißt, es kommen jetzt 2 Teelöffel Speisestärke dazu. Und 2 Teelöffel Natron, unsere wichtigste Zutat. So, und jetzt kommt der in Einsatz. Ich werde das Ganze jetzt nochmal mixen, damit das ein bisschen schaumig wird. Und dann stelle ich es in den Gefrierschrank. 20 Minuten und danach ist das Ding fertig. So. Die Deos sind jetzt aus dem Gefrierschrank zurück und sind fertig. Und genauso mein wow, wunderschön dekoriertes Rolldeo und mein Sprühdeo. Genau, das sind die 3 Deos. Es geht sehr schnell, man weiß, was drin ist und sie sind super billig.